Herzlich willkommen zu einer neuen Serie meiner Folge, wie nehme ich erfolgreich ab oder auch andersrum. Und im letzten Video sind wir schon darauf eingegangen, sind wir langsam in den Bewegungspart, in die Sportrichtung reingegangen, haben das Krafttraining geklärt, warum es gut ist fürs Abnehmen. Und heute möchten wir uns den anderen großen Aspekt widmen, nämlich das Ausdauertraining. Und wer jetzt hinter Ausdauertraining überhaupt noch gar keinen Sinn sieht, dem möchte ich hier einmal diese Paffenbarger-Kurve zeigen. Alles ungefähr, nagelt mich nicht genau fest. Wer das mal genau wissen will, der googelt das einfach. Und dort kam halt raus, dass wenn man 1500 bis 2000 Kilokalorien in der Woche zusätzlich verbraucht, dass man dann sein Herzinfarktrisiko um etwa 50% reduziert. Fürs Abnehmen oder um unsere Fettwegziele zu erreichen, würde ich so einen Wert um 1000 Kilokalorien erstmal anpeilen in der Woche. Und das schafft man halt am besten durch Ausdauertraining. Wie wir unser Ausdauertraining jetzt gestalten, welche Häufigkeit, welche Trainingsdichte, welche Geräte sollten wir nutzen, welchen Umfang sollten wir haben, welche Intensität sollten wir fahren, das hängt in der Regel von dir ab. Das ist ja eh so einer meiner Lieblingssätze. Was ich dir jetzt mit auf den Weg geben möchte, ist die Sache mit der Intensität. Und da herrscht ja so ein kleiner Mythos, dass man erst ab 60 Minuten oder so Fett verbrennen sollte. Da ist auch was Wahres dran. Es ist einfach so, dass wenn wir jetzt eine niedrige Intensität fahren, dass wir verhältnismäßig prozentual gesehen mehr Fett verbrennen für die Energiebereitstellung. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt eine höhere Intensität haben, dreht sich das Ganze um und wir verbrennen mehr Kohlenhydrate. Ganz einfaches fiktives Beispiel: Wenn wir jetzt jemanden haben, der bei niedriger Intensität 60 Minuten lang läuft, dann wird er so irgendwas bei 350 Kilokalorien umsetzen. Bei einer hohen Intensität ist das natürlich deutlich höher, da wird er irgend sowas bei 900 Kilokalorien umsetzen. Was jetzt aber am Ende dabei effektiv an Fett umgesetzt wurde, hält sich ungefähr die Waage, weil sich die Verhältnisse der Energiebereitstellung prozentual gesehen verändern. Und wenn wir nur danach gehen würden, dann würde die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen bei 75% der maximalen Herzfrequenz, da würden wir am meisten Fett umsetzen. Natürlich kommen wir jetzt mit den 900 Kilokalorien unserem Ziel, 7000 Kilokalorien insgesamt umzusetzen, um letztendlich 1 Kilogramm Körperfett zu verlieren, ein ganzes Stück näher, als wenn wir jetzt nur 350 Kilokalorien verbrennen. Allerdings muss man da immer beachten, wann kann ich da das nächste Mal wieder trainieren, wie viel Spaß hat es gemacht und wie viel Willenskraft musste ich letztendlich aufbringen, um überhaupt in die Gänge zu kommen, denn die ist letztendlich auch irgendwo leider begrenzt. Schaut mal, wenn ich jetzt wieder anfangen würde mit Ausdauertraining, dann würde ich die erste Woche ganz locker angehen. Dann würde ich irgendwas so 20 Minuten Dauerlauf machen bei moderater Geschwindigkeit. Das würde ich dann in der zweiten Woche allerdings steigern, irgend sowas bei 10 bis 15%. Hier mache ich es jetzt mit 5 Minuten, weil ich da jetzt schon ein bisschen geübt drin bin. In der dritten Woche würde ich das auch wieder steigern. Vielleicht würde ich dann sogar ein bisschen nach Wohlbefinden gehen. Vielleicht würde ich da sogar mit dem Fahrrad eine Runde fahren. Natürlich muss man da ein bisschen schauen, dass ungefähr die Intensitäten gleich bleibt, dass man da auch wirklich eine kleine Steigerung hat. Und irgendwann, wenn ich dann 45 bis 60 Minuten locker durchlaufen kann, also meine Grundlage gesetzt habe, dann würde ich so in der 6., 7., 8. Woche vielleicht noch zusätzlich so ein HIIT-Training machen. Insgesamt würde ich das Ausdauertraining auf jeden Fall ganz langsam angehen, das langsam auch zu steigern. Steigern ist ganz wichtig. Nicht nur ausschließlich Cardio machen, auch wenn wir dadurch ja insgesamt mehr Kalorien verbrennen. Dadurch nochmal der Hinweis auf das Krafttraining, das wir beim letzten Video besprochen haben. Am Anfang immer die Grundlage aufbauen. GA1-Training heißt das, das Ganze regelmäßig machen und auch ein paar Variationen dann einzustreuen, damit auch letztendlich auch die Motivation am oben bleibt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den ganzen einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.